Das sind die Außenmauern. Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Ich höre sie doch. Valentin. Hallo. Valentin. Sie können mich nicht abwimmeln. Hi. Oh, Sie stehen hier neben mir. Wie haben Sie das gemacht? Ewig schon, Valentin. Warte, was ist los? Nun, ich war fixiert hier auf das Tor. Okay. Naja, ich wollte mal wieder vorbeischauen. Also so langsam brauche ich eine finale Antwort von Ihnen. Okay. Du kennst das Spielchen. Valentin, du bist schwer bewaffnet. Oh, du hast die Dienstwaffe immer noch. Natürlich! Okay, Valentin, ich hab dich entwaffnet. Ich hol dich hoch. Kleiner Moment. Meine Güte, Valentin, heilige Scheiße. Du hast wirklich noch die Dienstwaffe? Das rechne ich echt hoch an. Komm mal rein. Ich muss dir erstmal alles Neues zeigen. Na klar. Oh, stopp, shit, raus! Oh, fuck, Valentin, ich hab vergessen, dir was zu sagen. Wir waren ja in Raid-Vorbereitung. Mit den Autoturrets. Fuck. Da war ja was, Chat. Wir können ja niemanden mehr in unsere Base reinlassen, weil wir heute angegriffen werden sollten. Nun, ich glaube, die Autoturrets sind zumindest richtig eingestellt. Valentin sieht genau aus wie die Jungs, mit denen ich mein Leben lang rumgehangen habe. So sehen meine Freunde aus, Chat, Alter. Scheiße. Valentin, Mann. Ja, ich kann zu... Ey, Chat, wir müssen zu Valentin freundlicher sein, ganz ehrlich. Valentin ist ein richtig sympathischer Dude. Ach, Mann, ey. Ach ja, ich kann die Autotools ja ausschalten. Moment. Autotools aus. Außer die eine. Oh Gott, der Sensor. Ich darf ihn nicht zum Sensor führen. Oder ich muss sagen, er muss sich beeilen, damit der Sensor ihn nicht erfasst, bevor die Autotürre schießt. Oh, eine M4. Weil sie es pisst. Falle. Falle, Mann, beruhig dich ab, Mann. Das passiert dem besten, Valentin. Vorsicht, Christian, M4. Falle, Folgendermaßen. Die Dinger sind neu, ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse und plötzlich ist es passiert. Komm rein. Also, können wir nicht hier draußen reden? Nee, Walle, komm rein, ich habe die Dinger abgeschaltet, das ist safe. Also, ich würde mir vielleicht vorher ein Bett hier bauen. Walle, komm rein, Mann, es ist safe. Oh shit, Mörder! Chris, da ist ein Mörder draußen. Der Tüttel hat mich umgebracht. Rechte Mörder. Ja, da steht ein Mörder draußen. Kann ich dir helfen? Valentin, was? Ich sehe noch nichts. Kann ich was für dich tun? Na, ich habe ein bisschen. Ich bin etwas ängstlich. Ich werde hier ständig ermordet und ich habe gerade gehört, Sie sind ein Mörder. Lassen Sie mich in Ruhe. Nein, warten Sie. Ich schenke Ihnen was. Geben Sie eine Sekunde. Warten Sie. Kommt mir her. Gucken mal. Wer Sie schenken mir den Tod? Das ist keine Ahnung, Mann. Ich hole mal Valentins Roboten. Wir haben doch alle Turrets ausgeschaltet, oder? Ja, ich habe den Hauptschalter gezogen. Es kann nichts passieren. Valentin, komm mal kurz rein, okay? Wir geben dir einen Scheiß wieder. Ich crafte gerade sogar neue Hose und so. Chris, kannst du mal kurz reinholen? Ja, es ist keine Falle, Valentin. Es tut mir leid. Ich hatte die Autotools eingestellt, weil ich heute eigentlich dachte, dass wir geradet werden. Aber wir wurden nicht geradet. Drum war alles auf Aggro eingestellt. Aber ich habe den Hauptschalter gezogen und niemand wird mehr auf dich schießen. Also war es ein Versehen. Ja, das war natürlich ein Versehen. Als wenn ich dich extra hier sind. Nee, Z. Okay, warte, ich crafte dir auch eine neue Hose aus Leder und Stiefel aus Leder. Hey, du hast dein Wort gehalten. Hier scheint. Valentin, pass auf!
Autotune im Garagentor gewesen, Chris. Oh shit, Moment. Ja, wollen Sie Dinge verarschen ihn? Ich sag mal beim Reden. Oh Mann, warte. Kann ich mal kurz sehen, wo der Valentin liegt, Alter? Oh Mann, Valentin. Weißt du noch, was deine letzten Worte waren, Chris? Chat, was waren Valentins letzte Worte, Alter? Ich glaube, er hat gesagt, ja, okay, es ist ja alles sicher, ihr habt euer Wort gehalten oder so, Alter. Oh Mann, ey. Wir müssen den An- und Ausschalter für die Autotöter oben bauen. Okay, du hast dein Wort gehalten. Ey, die Autotöter funktionieren echt gut da oben, Chat, Alter. Heilige Scheiße. Guck mal, der war hier vorne. Guck mal, wie gut das funktioniert hat, Chris, Alter. Erzähl mal. Er war so schnell tot einfach. Mein Gott, Alter, der ist hier hingelaufen. Das Ding ging auf, der hat sofort geschossen. Ja, ich soll nur noch diese scheiß Dinger hochfahren, weißt du? Mein Gott, shit, Alter, stell dich vor, der Valentin kommt hier immer und immer wieder hingelaufen und sagt immer und immer wieder, okay, das ist jetzt die letzte Chance, du hast dein Wort gehalten. Gerade war er sogar pisst und meinte, das ist jetzt das letzte Mal, dass er vorbeikommt. Oh mein Gott, shit, Alter. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben, Chat? Was meint ihr? Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Wirklich? Ah. Chris, ich glaube, wir können dich machen, der kommt nicht mehr. Wen können wir anrufen? Kita. Moschi Moschi, Polizei hier. Sie. Ja. Nun, ich wollte dir sagen, dass du aufpassen musst, weil deine rechte Foundation auf Trick steht und man die einfach quasi kaputt machen könnte und deine Tür kaputt geht. Das war der nettliche, freundliche Tipp von nebenan, von deiner nettlichen Polizei. Oh Mann. Grigori. Oh, EliteRustPartner.de. Das war Valentin, wirklich? Laber doch nicht. Moment, wirklich? Nein, ihr lügt mich an, oder? Oh Mann, ist besetzt. Moschi Moschi, Polizei hier. Kita und Talentmanagement. Hi, wie ist dein Name, mein Freund? Oh, scheiße, Wallemann, Alter. Ich hatte schon gedacht, dass du das bist. Ich wollte nur sagen, das mit den Autotüren war ein tragischer Unfall und ich wollte mich aufrichtig dafür entschuldigen. Also, jetzt machen sie auch noch Telefonstreiche bei mir. Zweimal hintereinander glaube ich ihnen das nicht, dass das ein Unfall gewesen sein soll. Das war ein Unfall. Das sind zwei getrennte Autotüren-Systeme. Das eine ist mit den Sensoren in Verbindung, in denen sie getreten sind. Die anderen waren quasi für Innenhofsicherung. Sind zuerst gestorben durch die Innenhofsicherung und dann durch die Haupttürsicherung. Und ich wusste nicht, dass es zwei verschiedene Stromkreise sind. Und ich hätte ihnen das vorher sagen sollen, was ich nicht getan habe. Drum hat die Autotür geschossen, die Tür sichern soll. Falls sie nochmal vorbeikommen, wird keine Autotür auf sie schießen. Nun okay, also ich komme morgen wieder, aber ich werde mir sicherheitshalber wirklich ein kleines Häuschen in ihrer Nähe errichten. Diesen weiten Weg kann ich nicht noch einmal zurücklegen. Okay, Valentin. Aber wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich finde, du bist echt ein sympathischer Knuddelbär. Wir sehen uns, Valentin. Mua. Okay. Ich hoffe, das hat ihn besänftigt. Wer ist da draußen, Mann? Ente, 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 da. Nein, nein, komm nicht näher, Ente! Da, komm näher! Oh Mann! Er war so nah dran, dass ich dachte... Ich weiß so, du wolltest...
Das war doch nicht ab! Scheiße, Alter. Ich dachte, du hast ihn abgestellt.